Hallo und herzlich willkommen bei der Stiftung für aktives Kommunalwesen. Wir wollen euch helfen, euch in öffentlichen Angelegenheiten zu engagieren. Dazu produzieren wir diese neue Videoreihe Bürgerbeteiligung NRW, in der wir euch die wichtigsten Werkzeuge vorstellen, die wir alle in öffentlichen Angelegenheiten benutzen können. Heute soll es darum gehen, wie man an amtliche Informationen kommt, die nicht allgemein zugänglich sind. Abonniert die STAKO bei YouTube, wenn euch Bürgerbeteiligung interessiert. Bei Fragen oder Vorschlägen schreibt uns einen Kommentar drunter. Wenn ihr helfen wollt, Videos anschauen, teilen und ein Gefällt mir dalassen. Alle wichtigen Links gibt's wie immer in der Videobeschreibung. Zuerst stellen wir euch mal den Willi vor. Hi Willi! Willi wohnt in einer ländlichen Gemeinde in NRW. Er hat in der Zeitung gelesen, dass im Gewerbegebiet nebenan ein Chemieunternehmen neu angesiedelt werden soll. Das gab's ja hier noch nie. Willi ist nervös. Ein Chemiebetrieb gleich in der Nähe? Gerät seine Familie möglicherweise in Gefahr? Und was wird mit dem Abwasser passieren? Er fragt sich, ob die Freiwillige Feuerwehr und die Kanalisation in seinem Ort auf dieses neue Risiko vorbereitet sind. Er denkt sich, die Information muss doch irgendein Amt haben. Und jetzt will er es wissen. Was kann Willi jetzt tun, damit er Bescheid weiß und wieder ruhig schlafen kann? Willi hat, wie wir alle, ein Recht auf Information. Das ist in Deutschland in den Informationsfreiheitsgesetzen geregelt. Und davon gibt es eins auf Bundesebene und eins für jedes Bundesland. Alle Links in der Videobeschreibung. Im nordrhein-westfälischen IFG steht in Paragraphen 4, jeder hat gegenüber öffentlichen Stellen Anspruch auf amtliche Informationen. Der Willi darf nämlich grundsätzlich per Gesetz alles wissen, was die Behörden auch wissen. Und seine Fragen darf er schriftlich, mündlich oder elektronisch bei jeder öffentlichen Stelle loswerden. Und zwar ohne besondere Termine oder Formalitäten. Willi muss seine Frage noch nicht mal IFG-Anfrage nennen. Die Behörde muss sich so oder so darum kümmern und die Informationen zur Verfügung stellen. Und Willi kann sich dazu auch mit anderen Interessierten zusammentun und Unterschriften sammeln. Mit seiner Nachbarschaft, Teilen der Dorfbevölkerung oder dem Freundeskreis zum Beispiel. Welcher Weg ist jetzt der beste? Wir empfehlen Willi, stell deine Anfrage schriftlich oder per Mail. Dann ist in den Akten dokumentiert, wann du gefragt hast. Paragraph 4 NRW IFG kannst du erwähnen, musst du aber nicht. Welche Hindernisse können Willi begegnen? Als erstes fragt Willi sich natürlich, an wen er sich mit seiner Frage richten muss. Es ist ein Riesenvorteil und erspart ihm viel Arbeit zu wissen, wer zuständig ist. Manchmal hilft dabei eine einfache Google-Suche oder man erfragt das über die einheitliche Behördenrufnummer 115. Willi kann das auch unter 115.de im Internet rausfinden. Oder er kann in seinem Rathaus vor Ort nachfragen. Unser Willi stellt fest, seine Gemeindeverwaltung ist zuständig für Abwasser und Feuerwehr. Und was soll er jetzt konkret schreiben? Mit ein bisschen Vorbereitung kann Willi sich spätere Nachfragen und Mühen ersparen. Er sollte seine Frage möglichst genau formulieren und wir empfehlen offene Fragen anstatt Ja-Nein-Fragen. Zum Beispiel, wie sind Feuerwehr- und Abwassersysteme auf die Risiken des neuen Chemiebetriebes vorbereitet, anstatt sind Feuerwehr- und Abwassersysteme auf die Risiken vorbereitet? Die Behörde muss Willi grundsätzlich antworten. Rechtliche Grenzen gibt es nach den Paragraphen 4 bis 9 IFG Nordrhein-Westfalen. Zum Beispiel darf die Behörde keine personenbezogenen Daten oder Geschäftsgeheimnisse anderer oder eigene Dienstgeheimnisse herausgeben. Informationen, die sowieso allgemein zugänglich sind, zum Beispiel amtliche Bekanntmachungen, muss die Behörde nicht nochmal individuell für Willi zusammenfassen. Und jetzt fragt Willi sich, ob auf ihn Kosten durch die Anfrage zukommen. Klar, bei Behörden entstehen dadurch Mehrarbeit und Kosten. Im NRW-IFG, § 11, steht deswegen, dass Gebühren erhoben werden können.
Für die meisten einfachen Anfragen gibt es aber Gebührenbefreiungen. Und das Nähere kann Willi in der Verwaltungsgebührenordnung, Link in der Videobeschreibung, nachlesen. Im besten Fall bekommt er die Informationen, die er braucht, und zwar kostenlos. Aber was, wenn die Behörde sich ausdrücklich weigert oder einfach nicht reagiert? Wie kann Willi sein Informationsrecht durchsetzen? Willis Anfrage wird abgelehnt. Das darf die Behörde nur dann, wenn eine der Einschränkungen aus den Paragraphen 4 bis 9 zutrifft und sie muss ihre Entscheidung auch damit begründen können. Willi ist aber der Meinung, dass die Behörde Unrecht hat und die Information herausgeben muss. Er findet es unmöglich, dass seine Frage nicht beantwortet wird und dass man ihn und alle anderen im Dunkeln lässt. Das NRW-IFG sieht vor, dass Willi sich mit Beschwerden an die Landesbeauftragte für Informationsfreiheit wenden kann. Link in der Videobeschreibung. Willi kann sich auch bei seinem Landrat beschweren, denn der hat die Aufsicht über die angeschlossenen Gemeinden. Wenn man in einer kreisfreien Stadt wohnt, hat die Aufsicht stattdessen die jeweilige Bezirksregierung. Und zu Dienstbeschwerden machen wir noch ein eigenes Video. Außerdem und unabhängig davon kann Willi gegen eine ablehnende Entscheidung Widerspruch einlegen. Und wenn das nicht zum Ziel führt, dann kann Willi sogar Klage beim Verwaltungsgericht einreichen. Spätestens für die Klage muss Willi sich aber rechtlichen Beistand einholen. Und was macht unser Willi, wenn die Behörde einfach gar nicht reagiert? Das soll ja vorkommen. Nach § 5 muss die Behörde die Informationen unverzüglich, also schnellstens, spätestens aber nach einem Monat zur Verfügung stellen. Und spätestens nach einem Monat sollte Willi nochmal an seine Anfrage erinnern. Wenn die Zeit drückt, natürlich auch schon früher. Darum war es auch so clever von Willi, seine Anfrage schriftlich oder per E-Mail zu stellen, denn da steht ja ein Datum drauf. Natürlich kann Willi auch in dem Fall von seinem Beschwerderecht Gebrauch machen und sich an seinen Landrat oder an die Landesbeauftragte wenden. Sind seit Willis Anfrage 3 Monate ohne jede Rückmeldung vergangen oder drohen ihm weitere Nachteile durch Verzögerungen, dann kann Willi eine sogenannte Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht einreichen. Auch hier lass dich vorher anwaltlich beraten, Willi. Wir hoffen natürlich, dass es für Willi gar nicht so weit kommen muss. Benutzt diese Anleitung gerne für eure eigenen Anliegen. Denn was Willi kann, könnt ihr auch. Hat euch unser Video gefallen? Können wir was besser machen? Lasst uns wissen und schreibt uns einen Kommentar. In den nächsten Videos stellen wir euch weitere Werkzeuge vor, mit denen ihr auf Politik und Verwaltung Einfluss nehmen könnt. Bis dahin, ich bin Bernd Züll und das hier ist die Stiftung für aktives Kommunalwesen. Bleibt dabei und bleibt dran!